Hallo, Markus hier von markusfotos.de. Heute bin ich hier zusammen mit der Tatjana. Tatjana hat auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung finden oder ganz am Ende wird er natürlich auch nochmal verlinkt. Warum sind wir hier? Wir wollen heute ein kleines Tutorial machen für Einsteiger, wie man mal relativ einfach eine schöne, spannende Weihnachtskarte oder ein Foto dafür gestalten kann. Und was wir dafür brauchen, das zeigen wir euch jetzt. Also kommen wir erstmal zu dem Hintergrund. Dazu haben wir einfach goldenes Geschenkpapier genommen. Ihr bekommt es derzeit in jedem Dekoladen wegen der Weihnachtszeit. Und das haben wir einfach an die Wand getackert. Wir hatten die Auswahl zwischen dem silbernen und dem goldenen Hintergrund. Und wir haben uns für den goldenen entschieden, weil es einfach festlicher und weihnachtlicher ist. Um die Lichteffekte vorne auf dem Foto zu gestalten, haben wir uns einmal hier die Lichterkette zur Hilfe genommen. Ihr könnt euch vielleicht an die Lichterkette erinnern, wenn ihr Markus Fototaschenbeleuchtungsvideo geguckt habt. Und zwar haben wir die Lichterkette einfach einmal zu einem Kreis geformt. Und das Ganze sieht dann so aus. Und zum Schluss haben wir das alles noch mit einem Draht befestigt, damit die Lichterkette auch wirklich in der Form bleibt. Kommen wir dazu, wie wir das Licht gemacht haben. Wir brauchen natürlich ein Hauptlicht, um Tatjana zu beleuchten. Ich habe jetzt in dem Fall einfach Blitz mit einer Softbox genommen. Wenn ihr sowas aber noch nicht habt, könnt ihr das Ganze theoretisch auch mit jeder anderen Dauerlichtquelle machen. Also eine starke Lampe, die ihr habt. Ihr könnt es theoretisch sogar auch draußen machen. Das ist überhaupt kein Problem, solange es hell genug ist. Ich habe jetzt hier einfach einen Blitz genommen mit einem Funkauslöser, um ihn einfach auszulösen. Um euch zu zeigen, was dann da dabei rauskommt, mache ich jetzt einfach mal ein Foto von Tatjana. Und nur das Blitzlicht mit Tatjana sieht dann so aus. Aber das ist nicht die einzige Lichtquelle, die wir haben. Wir haben noch eine zusätzliche Lichtquelle gebraucht, um den Hintergrund ein bisschen stärker zum Leuchten zu bringen. Und die zeigen wir euch jetzt. Weil mir der Hintergrund in dem normalen Gold einfach ein klein bisschen zu dunkel war, beziehungsweise mein Hauptlicht zu weit weg war, um ihn zusätzlich zu beleuchten, habe ich einfach noch einen zweiten Blitz aufgebaut. Der ist einfach hier und der ist hinten einfach seitlich auf den Hintergrund gerichtet. Relativ weit weg deswegen, damit wir eine schöne gleichmäßige Lichtverteilung auf dem Hintergrund haben. Ein kleines Problem, was dann allerdings hier vor Ort entstand, ist, dass der Blitz seitlich auch ein klein bisschen Licht auf die Tatjana geschickt hat, was einfach nicht so schöne Schatten im Hintergrund, beziehungsweise nicht so schöne Schatten auf ihrem Gesicht gemacht hat. Und deswegen haben wir hier einfach nochmal unser V-Flat hingestellt, um so ein bisschen was von dem Blitzlicht abzublocken, was sonst seitlich Tatjana getroffen hätte, so dass das Blitzlicht tatsächlich nur auf dem Hintergrund landet. Unsere eingeschaltete Lichterkette seht ihr jetzt hier und damit gehen wir einfach sehr, sehr, sehr nah vors Objektiv und dann geht es darum, eine Positionierung zu finden, die es uns dann erlaubt, diese kleinen Effekte auf dem Foto zu erzeugen. Müsst ihr ein bisschen experimentieren. Wenn ihr wissen wollt, wie die Fotos zu einer coolen Weihnachtskarte veredelt werden, dann klickt hier jetzt auf dieses Video. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit der Fototaschenbeleuchtung auf sich hat, dann klickt auf dieses Video. Und jetzt danken wir euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.